Hallöchen, ich begrüße euch total und recht herzlich hier in diesem kleinen Produktionsstudio. Wir haben grüne, wir haben weiße, wir haben schwarze Seiten, ist klar. Wer sich auskennt, wenn produziert wird, ich mache jetzt mal das Licht anders hier, seht ihr, man kann mit Licht arbeiten. Natürlich wird das Licht so eingestellt, dass man das an sich für was anderes nutzt. Ich bin jetzt hier einfach mittendrin, ich habe sogar den Blitz nicht an, hier kann man so rumblitzdingsen, wie bei Man in Black. Ne, mache ich jetzt mal Blitzdingsen wie bei Man in Black. Wow. 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 Okay, Spaß muss sein. Ich begrüße euch total recht herzlich hier im Filmstudio, hier in Frohnhausen. Frohnhauser Kopierstudio hört sich gut an. Wir kopieren nichts, wir stellen her. Als Filmemacher, als Filmautor weiß man natürlich, wie man mit dem Film umgeht und wie man mit einer Kamera umgeht und so weiter. So, der Erdogan Atalay, als Fan von Erdogan Atalay mache ich solch Video und Fan von Cobra 11, Action Konzept, Hermann Joa, Nils, aus Sicherheitsgründen den Nachnamen, weiß ich gar nicht, wie ich ihn richtig ausspreche, Kurvin, mag sein. Also Erdogan Atalay, ja, und dann Pia Stutzenstein. So, ich mache jetzt hier einfach mal, während die Kunden sind gerade noch nicht da, sonst muss ich schnell wieder ausmachen. Mache ich dann hier, wie gesagt, mal so einen kleinen Videoclip, klitzeklein. Ich habe, wie gesagt, heute den DeLorean-Helm bekommen, Mandalorian, dieser Typ da in dieser Uniform, der den Helm niemals abnehmen darf. Ich frage mich jedes Mal, wie ist der, wie trinkt er, wie schläft er, weil er den Helm niemals abnehmen darf. Ich meine, ich lerne immer mehr bei Star Wars. Heute in 17 Tagen ist Star Wars in den Kinos. Der eine mag, der andere mag nicht. Ich habe auch mit Erdogan, der also mal ein Fan war von Star Wars, also er ist genauso abgerückt davon wie meiner einer abgerückt, wie die anderen auch abgerückt. Ich konnte zwar mit Mandalorian, konnte ich wieder einige finden, also dass die mit mir da gesessen und den angeschaut haben. So einfach ist es nicht. Also wie gesagt, ich habe den Helm bekommen, ich muss ihn halt nochmal reparieren. Der muss wohl dem Postboten aus der Hand gefallen sein, weil der natürlich aus Amerika kam und nicht hier. Der Zoll hat sich den angesehen. Vielleicht ist er auch beim Zoll kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. So, das ist mein Videoclip heute hier. Ist viel Arbeit, Videoclips herzustellen. Nicht so einfach. Also das hier, wie gesagt, Mini-Studio. Man muss ja hin und wieder mal so Black Screen haben. Dann ein White Screen. Und natürlich habe ich hier Green Screen. Ich habe noch ein richtiges, ganz großes Green Screen Studio mit allem drum und dran. Für den Kleinen. Deswegen mache ich das. Also alle kleinen Mini-Producer, klein, Einfirmen, also Ein-Personen-Firmen, Zwei-Personen-Firmen oder so, das mache ich. Ich bin nicht Hollywood, bin noch nicht RTL, bin noch nicht was anderes. Ich mache das tierisch gern, weil seit 1975 habe ich jetzt dieses Jahr, also 79 offiziell, also ich habe dieses Jahr 40 Jahre gefeiert, 40 Jahre und diesen Standort feiere ich bald. 10 Jahre. 10 Jahre an diesem Standort. Ich habe heute noch mit einem... Ich habe noch gesehen, wie du damit angefangen hast. Ich habe gesehen, wie du den aufgebaut hast. Ja, hatte ich heute einen Kunde. Deswegen bin ich gerade so spontanisch hier, spontan vor die laufende Kamera und sage, komm, erzähl mal einen. So, ich habe euch genug erzählt. Ich freue mich wirklich, euch kennengelernt zu... euch begrüßen zu dürfen, sagen wir mal so. Ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf. Ich freue mich, dass ihr euch das anschaut. Ich freue mich, dass ich ein Echo bekomme, ob gut oder schlecht. Ich bekomme ein Echo. Und es hat riesen Spaß gemacht, überhaupt dabei zu sein bei vielen Produktionen und bei vielen Sachen. Und jetzt, wie gesagt, produziere ich für den Kleinen. Deswegen mache ich diesen Videoclip. Für alle Kleinen, die einen Videoclip brauchen, sprecht mich an. Ich bin da. Wir reden drüber. Wie gesagt, ein 50 Quadratmeter großen Green Room. Und dann hier, müsste ich nachrechnen, 25 Quadrat, all so ein gemischter Green, Schwarz, White Room. Ne? Ja, für Passbilder, Bewerbungsbilder, für Specialbilder und all solche Sachen. Nur wir sind hier in einer Gegend, wo man das alles nicht so anbieten kann, muss ich leider dabei sagen. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön, dass es euch gefallen hat und danke, dass ihr da wart.